Ich freue mich. Vielen Dank, Herr Walker, dass Sie sich die Zeit nehmen, mal mit mir und dass wir hier über die Digitalisierung Deutschlands sprechen. Ja, Ganz gute spannendes Idee von Thema. Ihnen, danke. Ja, gerne. Das ist klar. Vielleicht deswegen auch gleich mal in medias res. Wie schätzen Sie die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen so ein? Naja, die Bertelsmann-Studie macht ja nicht umsonst da relativ vernichtendes Urteil über Deutschland. Wir sind vor Polen bei den OECD-Ländern auf dem vorletzten Platz gewesen, ich glaube vor gut 12 Monaten. In der Einschätzung, also da haben wir ordentlich aufzuholen. Da sind andere Länder, Skandinavien, auch viele angelsächsische Länder, deutlich, deutlich weiter. Die bieten viel mehr Digitalisierung im Gesundheitswesen an. Da ist Deutschland noch deutlich analoger. Faxen ist in Deutschland noch awog und nicht digitale Kooperation. Das ist die Wahrheit. Und was sind die Hindernisse aus Ihrer Sicht? Die sind vielfältig. Da können wir, glaube ich, viele Bücher schreiben. Natürlich Vorbehalte von erstmal das Thema, also wie geht das mit dem Datenschutz konform? Anreize ist ein Riesenproblem, also Vergütungsanreize. Man kriegt als niedergelassener Arzt für das Versenden eines Faxes kriegt man Geld für das Empfangen eines Faxes, aber für einen digitalen Arztbrief hat man keine Vergütung bekommen. Die Interoperabilität, also die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren, die Schnittstellen, Regulatorik, Riesenthema. Also sowas wie zum Beispiel ein Online-Rezept, dass sowas möglich ist. Darf ich eine Online-Sprechstunde machen mit einem Patienten? Darf ich den nur über Videotelefonie sehen oder muss ich den live sehen? Also es gibt ganz viele einschränkende Nebenbedingungen, die es sehr, sehr schwer machen, sich da wirklich proaktiv voranzubewegen. Hat sich das durch Corona geändert? Hat sich da etwas durch Corona geändert in diesem Jahr? Ja, nicht umsonst ist definitiv für die Digitalisierung ist die Corona-Krise ein Katalysator. Und mit gewaltigen Schritten hat uns das da vorangebracht. Wir haben selber im Unternehmen beispielsweise so viele Videosprechstunden-Nachfragen wie noch nie zuvor. Nicht nur das Thema, die Leute sind im Homeoffice und lernen mit digitaler Technik schneller umzugehen, auch digitale Kontakte werden in der Medizin viel selbstverständlicher. Also die Corona-Krise hört sich bitter an, aber ist so die hilft der Digitalisierung ungemein und ist ein Katalysator für digitale Medizin. Waren Sie fast schon gerade so ein bisschen bei konkreten Beispielen aus dem Asklepios-Konzern selber? Können Sie dazu noch ein paar Sätze sagen? Was ist da konkret Also wir in glauben Gange? felsenfest daran, dass Digitalisierung einer der Gamechanger sein wird im Gesundheitswesen und darum haben wir uns ja auch den Slogan gegeben, Digital Health Engineer, der wollen wir sein als Unternehmen, weil wir ganz fest glauben, das ist ein wesentliches Thema, was Patientenwille ist, was die medizinische Zusammenarbeit zwischen den Akteuren verändern, verbessern wird, was uns hilft, effizienter zu sein, was uns aber auch hilft, bessere Medizin anzubieten, was der Kunde, der Patient haben möchte. Und deswegen sind wir da an ganz, ganz vielen Stellen unterwegs. Von dem Thema, wir wollen das Krankenhaus digitalisieren, also von dem Thema, der Patient hat die Möglichkeiten, WLAN zu nutzen, soll besser werden, wie auch der Arzt oder die Krankenschwester digitalisiert ihre Patientenakte und dokumentiert elektronisch, bis hin zu neuen Services. Neuen Services im Sinn von online den Patiententermin buchen, diesen Online-Termin dann auch vielleicht sogar online als digitale Videosprechstunde wahrnehmen können, bis hin aber, das sind Sie ja die Experten eigentlich zu dem Thema digitale Therapie, ja, hingehend sozusagen. Es gibt mittlerweile Tools, die uns unterstützen, Apps, die uns unterstützen, den Patienten unterstützen können, therapeutische Angebote wahrzunehmen. Also deswegen ist, glaube ich, der ganze Blumenstrauß da gefragt und das sehen wir an vielen Stellen. Sind wir in der Digitalisierung sozusagen aktiv wach und wollen das wirklich fördern? Ja, vielleicht darf ich da selbst ein bisschen was zu sagen, weil tatsächlich finde ich das hochspannend. Ich kenne das Unternehmen MyDistrict schon selber sehr lange, als ich in der Gesundheitswirtschaft tätig war und so neue Projekte vor, wann war es, 10 Jahren durchaus schon, neue Projekte nach vorne bringen wollte für die Stadt Hamburg. Da war auch Digitalisierung in der psychischen Versorgung schon so ein Thema. Und da gab es so die ersten Berührungspunkte mit Anbietern aus dem Ausland. Sie sagten es vorhin mal, in Deutschland sind wir da nicht so weit. Da gibt es in Deutschland, rund um Deutschland, aus anderen Ländern gute Impulse.
Und mein Distrikt aus Holland war eben so einer welcher, die da schon jede Menge gemacht haben. Was ist denn da anders in Holland? Es ist weniger reguliert, das hatten wir eben schon. Das Thema, also ein Beispiel, wir haben dieses Jahr bei MyDistrikt die Videosprechstunde in Deutschland zertifizieren lassen von der KBV. Also offizielle Anerkennung bedeutet für den einzelnen Therapeuten, er kriegt dann auch eine Vergütung dafür, wenn er nicht eine extra Vergütung für das Video, da haben wir es wieder mit einer Schwachstelle, aber immerhin das Gespräch, was er mit dem Patienten führt, bekommt er bezahlt, wenn er es per Video macht. Dazu braucht es in Deutschland ein umfassendes Zertifikat, ein Prüfverfahren, das dann datenschutzkritisch prüft, gründlich prüft, aber auch viele andere Aspekte. Das ist aufwendig, das kostet Geld, das kostet Zeit. Das braucht es in Holland nicht. So, da kann man natürlich sagen, hat vielleicht auch was Gutes, aber es macht einfach so Innovation im ersten Moment erstmal, das kann sich keiner leisten, der jetzt da eine schnelle, gute Idee hat. Das ist in Holland anders. In Holland ist auch anders, dass sie mutiger einfach mal innovative Schritte machen und loslegen, wo wir hier erstmal etliche Nachweise bringen müssen. Ist es denn evident? Wie ist die Wirksamkeit? Kann man da was beweisen? Da ist dann so in Holland erstmal, wir krempeln die Ärmel hoch und machen und legen los und probieren aus und machen Erfahrungen. Und das sind auch gute Erfahrungen dabei, die wir hier dann gar nicht erst machen, weil wir erstmal die Beweise vorher haben wollen. So. Die Patienten sind die offener gegenüber digitalen Lösungen wie in Deutschland und weniger zurückhaltend? Also, oder? Was jetzt ein Riesenunterschied ist, die sind uns einfach mindestens 10 Jahre voraus. Entsprechend ist es ganz etabliert. Es ist für jeden Patienten Gewohnheit und Alltag und es ist für jeden Therapeuten Gewohnheit und Alltag. Das heißt, wir haben auch in Deutschland mit hoher Skepsis der Experten zu tun, der Psychologen, der Therapeuten, wenn ich jetzt bei dem E-Mental Health-Thema bleibe. Das ist in Holland ganz und gar nicht der Fall, sondern die freuen sich. Die sehen es als ganz wertvolle Ergänzung ihrer therapeutischen Arbeit, der Beziehungsarbeit, des Kontaktes, den sie zum Patienten haben. Sie können digital unterstützt mit solchen Tools dann einfach begleitend zum Beispiel Dokumentation machen und müssen das nicht selber machen. Da ist die Skepsis nicht da und bei den Patienten auch nicht mehr. So dieses Positive, ja, das ist eine Unterstützung, das bringt uns voran und nicht eben, das klaut uns und das ist immer gleich, also ich habe auch manchmal den Eindruck in Deutschland, dass so dieses Negative im Vordergrund steht und nicht die Chance darin zu sehen. Ja, das sind auch zwei große Themen, die uns beschäftigen, ist, dass wir eigentlich immer sagen, man sollte eigentlich lernen von den anderen Ländern und nicht das Rad gefühlt wieder neu erfinden. Deutschland empfindet da gefühlt bei vielen Punkten das Rad wieder neu, statt ins Ausland zu schauen, zu gucken, Mensch, was hat sich denn als funktionierende Lösung etabliert, ist das eine. Und das zweite, was uns da so ein bisschen umtreibt, ist, wir glauben fest, dass dieses ganze Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen nur dann zu stemmen ist, wenn man sagt, das ist Kollaboration, das ist Zusammenarbeit und nicht jeder macht bitte seine eigene Lösung. Ja, da ist ja auch Deutschland dafür bekannt, da macht die KV dann was anderes wie der eine Krankenhausbetreiber und die Fachgesellschaft will dann noch das und dann gibt es wieder einen Boost an Lösungen. Also dieses Thema, lasst uns zum Beispiel über einheitliche Datenstandards uns verständigen, und internationale Standards nutzen und dann versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden. Das wäre echt eine große Hilfe, wenn das deutlich einfacher gehen würde. Das ist auch nochmal ein super Stichwort. In Holland ist es für MyDistrikt ganz, ganz einfach. Es ist genau sind es 3 Systeme, aber ein wesentliches, an das sind wir angekoppelt. Mhm. Bedeutet, der Patientenfahrt, die Patientenreise von Aufnahme bis Entlassung aus dem stationären Kontext, aber auch im ambulanten weiter, da ist die Technik dahinter ist die gleiche. Das heißt, ich kann mit der gleichen Sprache sprechen und die Daten nutzen. Was auch bedeutet, es gibt sowas wie einen wirklich Patientenverlauf, den ich begleiten kann, was für Therapeuten leicht ist, für den Patienten leicht. Ich muss meine Geschichte nicht 5-mal erzählen, sondern das läuft weiter. Das würden wir wahnsinnig gerne in Deutschland umsetzen. Aber dann ist die erste Frage, auf welchem System, mit welchem System von den vielen verschiedenen, dann können wir es gleich mehrfach entwickeln und das ist umständlich. Klar, wir haben natürlich, wie Sie schon richtig sagen, in Deutschland extrem häufig so Systembrüche. Ja? Dann ambulantes System, dann ist er in der Klinik ist wieder ein gesondertes System, dann geht er danach vielleicht in eine Reha, ist es auch wieder anders. Ja. Und dann kommt wieder der ambulante Bereich, vielleicht bei einem anderen Arzt, dann hat er nicht das gleiche Praxisinformationssystem gehabt wie der davor und dann ist es wieder neu. Das ist schon schwierig. Ich sage immer so ein bisschen ketzerisch, manchmal wird das Digitalisierung empfunden, wenn der Patient seine DVD mitbekommt mit dem Röntgenbild drauf. Das ist dann die deutsche Art von Digitalisierung. Ja? Wenn man eine E-Mail schickt, dann meint man mal, ist digital. Das ist ja genau das, wo wir eigentlich sagen, da müsste man eigentlich schon deutlich weiter sein. Und da habe ich noch einen absoluten Unterschied. So kleine erstmal
aussieht, der ist riesig groß dahinter. Allein die Netzabdeckung ist eine andere in Holland. Wir haben allein schon bei Treffen jetzt mit vielen virtuellen Möglichkeiten in den Kliniken in Deutschland auch ganz allein schlichtweg Netzwerkprobleme. Und dann geht es überhaupt nicht, die Therapie zu machen, weil allein das Netz nicht da ist. So, das ist in Holland flächendeckend kein Thema. Nee. Ja. Positiv anmerken kann man sagen, ich glaube, der Gesetzgeber hat es erkannt in vielerlei Hinsicht, dass wir da so dramatisch hinterher sind. Und Herr Spahn versucht es ja wirklich zu pushen an vielen Ecken und Enden. Ich glaube auch, der im Zentrum von solchen Innovationen steht ja immer das Bedürfnis des Patienten. Und das ist, glaube ich, auch zentral da, dass der mündige Patient fordert digitale Lösungen. Der möchte beispielsweise einen Termin nicht mehr mühsam in der Warteschleife über Telefon buchen, sondern er möchte, wie ins Restaurant auch, möchte sich den Online-Termin aussuchen und den einmachen können, möchte vielleicht sogar online davor schon seine Aufnahmedaten ausfüllen können und das nicht sozusagen dann auf so einem handgeschriebenen Blog da reinkritzeln müssen. Also die Patienten fordern das auch und das wird uns Leistungsanbieter sozusagen auch wirklich dazu ermutigen, da wirklich voranzuschreiten und da digitale Themen anzubieten. Ja, richtig. Und ich finde auch Gesetzgeber, es gibt auch Möglichkeiten, zumindest sind die wirklich in Vorbereitung, sich das eine oder andere erstatten zu lassen in Zukunft. Videosprechstunde habe ich eben schon von gesprochen, da gibt es weiteres, wo wir natürlich auch als Main-Distrikt versuchen werden, alle Wege zu gehen, die es gibt. Wie glauben Sie denn, dass Digitalisierung, also jetzt gerade speziell, sagen wir so, dass in der Therapie uns helfen kann? Wenn wir mal bei unserem Thema Main-Distrikt bleiben, wie kann das da in der psychiatrischen Therapie uns sozusagen unterstützen? Also ein Mangel, den wir da haben, ist ja, es gibt viel mehr Bedarf, als es Angebot gibt. Mhm. Es gibt lange Wartezeiten an vielen verschiedenen Stellen. Der ambulante Therapeut, den zu finden, ist schon wirklich da kann man sich durchs Labyrinth kämpfen und lange Wartezeiten haben. Und auch in Kliniken, die sind voll und dicht. Und da kann digital helfen, weil ich kann mich, so ein Thema, ich kann mich schon mal beschäftigen mit dem, was meine Diagnose ist, wenn ich sie habe. Ich kann digital ganz viel lesen, ich kann digital Tagebücher machen, Dokumentation ausfüllen, mir Wissen aufschlauen und auch alltägliche Übungen machen, die mir helfen. Und das ist wie eine Art Selbsthilfe, die den Therapeuten unterstützen kann in der Therapie, sodass die Echtzeit mit dem Patienten reduziert werden kann. Auf das Wesentliche, auf das, was der persönliche Kontakt zwischen Therapeuten und Patient ist, den braucht es, der ist ganz wichtig, der kann aber dadurch sogar aufgewertet werden. Kann ich mir gut vorstellen, dass man dann sich nicht so vorkommt, das müsste der doch eigentlich alles schon wissen, sondern dass man einfach sich relativ schnell auf das konkrete Problem kommt, wo der Therapeut am Helfen der hat schon gelesen, was ist eine Depression, den muss ich jetzt nicht mehr erklären, der hat schon einen Bogen ausgefüllt, der hat schon einen Test vorher digital gemacht, der hat dann auch nicht das Thema, ich habe das gerade nicht mitgebracht, ich habe es zu Hause vergessen, nein, ich habe es auf der Plattform sofort, alles präsent, der Arzt kann sich es vorher angucken, kann da wirklich Hausaufgaben mitgeben, die gemacht werden. Und das Wesentliche ist dann der Arzt-Patient-Kontakt oder Therapeut-Patient-Kontakt. Ja. Also es wird uns definitiv dramatisch verändern, aber ich glaube wirklich zum Positiven. Ja. Vielleicht wagen wir mal einen Blick ein bisschen weiter vor. 5 bis 10 Jahre, was glauben Sie, wo wir da stehen? Ja, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, die distributive Kraft oder die verändernde Kraft der Digitalisierung wirklich in Gänze abzuschätzen. Aber die wird natürlich dramatisch unser gesamtes Zusammenarbeiten verändern. Ja, ich glaube immer, das Stichwort Plattformökonomie oder dieses Plattformzusammensein wird eine Riesenrolle spielen. Mündigkeit der Patienten, wir werden nicht nur die Dr. Googles sozusagen haben, sondern deutlich mündigere Patienten auch haben, die wirklich schon viel mehr wissen. Wir werden über viel mehr sozusagen auch Datenkompetenzen verfügen und da Wissen heraus resultieren. Prozesse werden sich erheblich vereinfachen auch, die jetzt deutlich komplizierter sind, weil man vielleicht Doppeluntersuchungen sich spart. Digitale Tools werden selbstverständlich werden für viele. Also ich glaube, da wird die Digitalisierung der Radiologe ist ja ein schönes Beispiel, der wird eben deutlich effizienter arbeiten können, weil er sozusagen vielleicht Routinen hat, die ihm die Befundung vorab übernehmen und ihm sozusagen nur noch die Bilder zeigen, die sozusagen vielleicht irgendwie auffällig sind. Also so wird es in vielerlei Hinsicht, wird die Digitalisierung des Gesundheitswesens komplett umkrempeln, glaube ich. Aber ich bin da total positiv und glaube, das wird uns helfen, den eh knappen Thema Ressource, Personal. Wir haben zu wenig Leute im System für die Menge an alten oder kranken Patienten, die wir versorgen müssen, sozusagen zu unterstützen. Und da wird die Digitalisierung uns wirklich helfen können. Ja, schön. Ja. Vielen Dank. Ich danke für das schöne Gespräch. Ja, danke Ihnen auch, Frau Kentkens.